Guten Morgen, liebe Rangelraufen und Fallschüler. Hier zu unserem dritten Training, zu unserem dritten Corona-Training, live hier im Internet. Jetzt wieder erkläre ich euch, was ihr braucht. Also das hier braucht ihr mal nicht. Wer schon mal gestern bei den Anfängern rangespiegelt hat, der weiß schon, was wir heute machen. Hier, ihr braucht auf jeden Fall eine Decke oder eure Matratze. Und wie ich euch letztes Mal schon im Video gesagt habe, wäre es gut, wenn ihr euch eine Puffe gebaut habt, würde ich die Rangen rauf machen, natürlich auch die falsche, dürften sie auch mitmachen. Dann lernen wir heute zwei weitere Haltegriffe, wiederholen die von letztem Mal, machen zwei neue, das geht aber auch mit einem Rucksack. Das heißt, ihr könnt euch auch einen ganz normalen Rucksack nehmen, vielleicht ein Kissen reinstecken oder zwei Kissen reinstecken. Dann kann man es auch machen. Ja. So, bis dort recht schnell. Noch, falls irgendwas fehlt, warte ich noch kurz. Auf euch. Wie ihr das denn da habt. Von nebenher. Gleich mal das hier. Wir machen ein kleines Kraftspielchen, so ein Glücksspiel. Ja. Das heißt, hier stehen 15 Übungen drauf. Wir machen aber nur 12. Die ersten 12 machen wir. Rot. Es gibt eine rote Seite. Das sind alles Konditionsaufgaben, wo ihr euch wo ihr springen müsst und sowas. In Schwarz sind alles Kraftaufgaben, wo ihr so ein bisschen was für eure Muckis machen müsst. Und zwar, es geht immer um die Karten. Ich habe hier Karten, Spielkarten. Da gibt es ja, ich komme hier ein bisschen näher ran. Da gibt es ja rote und schwarze Zeichen. Das sind die hier oben. Ja, bei schwarz müssen wir die schwarze Aufgabe machen. Bei rot machen wir die rote Aufgabe. Solltet ihr Glück haben und wir kommen zu sowas hier, zu was Buntem, das ist ein Joker, dann müsst ihr diese Aufgabe nicht machen. Überspringen die und gehen gleich zur zweiten Aufgabe. Ich mische schon mal die Karten. Ich hoffe mal, ihr habt so langsam alles da, was ihr braucht. Also einen Rucksack und eine dicke Decke. Das sollt ihr so langsam geholt haben. So, wir mischen die Karten. Und wir starten mit der ersten Aufgabe. Die Kraftaufgabe sind Kniebeuge. Die Konditionsaufgabe oder Koordination auch zum Teil. Ja. Sind Springen auf der Stelle. Also, was ganz Einfaches. Beide Aufgaben sind ganz einfach. Für den Anfang, ich tue jetzt mal, dass keiner sagt, hey, ich mogel hier. Und wir haben eine schwarze Karte. Das heißt, wir fangen an mit den Kniebeugen. Steck die wieder zurück. Und zwar, die Übung geht immer 30 Sekunden. Wir stellen oben ein. Seid ihr bereit? Wir haben jetzt noch gleich 30 Sekunden Zeit. Sage ich gleich, wie es losgeht. Wenn Uhr piepst, geht's los. Stelle ich mal seitlich hin, dass ihr es seht. Arm gestreckt nach vorne, Rücken gerade. Geht ganz runter. Wenn es geht, im Popo fast auf den Boden. Ja. Knie nicht nach innen. Knie nach außen. So. Popo fast runter auf den Boden und dann wieder hoch. Ja. Warte noch, 4 Sekunden, dann geht's los. Achtung, fertig und los. 30 Sekunden lang. Oh, wir standen gleich mit einer Kraftaufgabe, ganz schön doof. Oh. Geht ganz runter. Ich schaffe das nicht mehr so in meinen alten Knien. Aber so ganz runter mit dem Popo fast den Boden zu berühren. Denkt dran, Knie nach außen, nicht nach innen rein. Schön nach außen. So lange, bis die Uhr piept. Und stopp. Nächste Aufgabe. Unsere Lügestütze oder nur die Hampelmann-Beine. Ich mische die Karten. Und ich wechsle nochmal durch. Wir haben eine rote Karte. Hampelmann-Beine. Hampelmann-Beine sieht so aus. Ja, macht die Beine immer auf und zu. Warten kurz, jetzt geht's los.
Und auf und zu, 30 Sekunden lang. Beine auf und zu. Ohne Hände, ja, nur die Beine. Durchhalten. Immer schön auf und zu, nicht auf der Stelle springen, immer auf und zu. Gut. Aufgabe 3. Kiste wegschieben oder Beine vor zurück. Nicht wieder. Einmal durch. So. Und eine schwarze Karte. Kiste wegschieben. Aber mit einer Kraftaufgabe. Liegen. Kiste zwischen euren Beinen, das kennt ihr schon, hoch und runter. Kiste wegschieben zwischen euren Beinen, jetzt kommt die blöde Kiste wieder zurück. Oh, drückt die Kiste weg und die kommt wieder zurück. Uff, wegdrücken und die kommt wieder zurück. Wegdrücken und die kommt wieder zurück. Jawohl, und durchhalten. Durchhalten, bis die 30 Sekunden rum sind. Ja? Ja, bis die 30 Sekunden rum sind. Weiter. Jawohl, nächste Aufgabe. 4. Ein Schiffchen auf dem Bauch oder Hampelmann-Beine mit Kreuzen? Oh, das ist eine schwierige Aufgabe. Ich mische wieder. Und wir haben eine Achtung, oberste Karte. Rote Aufgabe. Hampelmann-Kreuzen, das ist eine schwierige Aufgabe. Müsst ihr gut zuschauen. Soll ich vor? Auf und jetzt aber vorne immer kreuzen. Auf und kreuzen. Und auf und kreuzen. Und wechsel immer das Bein, was vorne ist, dann beim Kreuzen. Ja? Genau. Einmal rechts, einmal links vorne. Und wer es kann, kann es auch schneller machen. Immer kreuzen. Und durchhalten. Sehr gut. Aufgabe 5. Wechselsprünge oder, was haben wir? Einen richtigen Hampelmann. Das heißt, diesmal mit Arme. Ich mische wieder. Und wir haben. Was hofft ihr? Ich hoffe auf den Hampelmann. Und wir haben den Hampelmann. Jawohl. Und schnell aufstehen. Hände runter, Beine zusammen. Hände auf, Beine oben. So. Jawohl. Und jetzt kann natürlich schneller. Und durchhalten. Nicht vorher aufhören. Gut. Nächste Aufgabe. Auf Ellbogen Liegestütz mit einem Telemark. Ah, sage ich dir, was ist Telemark? So, wieder mischen. Mal gucken, was diesmal die oberste Karte ist. Achtung. Eine rote Karte. Ah, Telemark. Jetzt müsst ihr mit den Beinen vor und zurück gehen. Rechtes Bein, linker Arm vorne. Und dann springen wir so. Ja? Okay. Immer genau die andere Hand vorne. Rechtes Bein, linker Arm. Linkes Bein, rechter Arm. Das ist wie als wenn ihr laufen, als wenn ihr ganz schnell rennen würdet. Da gehen eure Hände auch so. Und schaut, dass ihr das richtig macht. Nicht so. Sauber im Rhythmus. Sehr gut. War eine schwierige Aufgabe, glaube ich, so wie ich euch kenne. So, Schiffchen auf dem Rücken und Slalom fahren. Slalom fahren, seht ihr gleich, was ist. So. Abheben. Und eine schwarze Karte. Schiffchen auf dem Rücken. Legt ihr auf den Rücken. Hände hoch, Beine hoch. Und jetzt wippt ihr hier so.
So, Rippen. Da ist die Schiffsspitze. Da ist eure Schiffsspitze. Und dann nicht hier vorne die Hände. Ja, die sind hinterm Kopf. Hier. Ja, und da Rippen. Bauchmuskeln ganz fest. Durchhalten. Letzte Sekunde, jawohl. Okay, nächste Aufgabe. Aufgabe Nummer 8. Oh, wir haben noch 4 Aufgaben. Ne, 5 mit der. Rückendips. Oder, oh, das ist schwierig. Haben wir mal Arme, Telemann, Beine, das ist schwierig. Das seht ihr gleich, was ist. Hofft mal auf die Nummer, hofft mal auf Schwarz. Schwarz ist einfacher. Anstrengend, aber einfacher. Rot. Oh, schwierige Aufgabe. Also, Hampelmann Arme, so, und die Beine gehen vor zurück. Das ist eine schwierige Aufgabe. Nicht die Beine auf zu, sondern die Beine vor zurück. Ja, schwierige Aufgabe. Ich halte. Gut. Nächste Aufgabe. Aufgabe Nummer 9. Genau andersrum. Die Beine auf und zu und die Arme vor zurück. Auch schwierige Aufgabe. Und Hockstrecksprung. Oh, beides nicht so meine Lieblingsaufgaben. Also, schauen wir, was für eine Zahl wir haben oder was für eine Farbe wir haben. Ist besser. Schwarz. Hockstrecksprünge. Richtig machen, ja? In die Hocke runter. Ganz hoch strecken und wieder ganz runter mit dem Popo. Immer ganz runter mit dem Popo. Und dann oben sein, ganz strecken. Ganz runter. Huh. Denkt dran, Knie nach außen, nicht nach innen. Sehr gut. Jetzt haben wir Aufgabe 10. Noch 3 Aufgaben. Liegestütz und Rennen auf der Stelle. Liegestütz oder Rennen auf der Stelle. Achtung. Rot, Rennen auf der Stelle. Cool, das wird auch anstrengend. 5 Sekunden so schnell rennen wie möglich hier. Achtung. Und los! Schnell, 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 schnell! So schnell ihr könnt! Durchhalten! Weiter! Schnell, 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 schnell! Schnell! Und durchhalten! Oh. Nicht langsamer werden! Bist du bimmelt? Ja, yeah. Oh. So, Rücken schwimmen oder Kniehebelauf mit Hände. Lieber Rücken schwimmen. Achtung, ich hoffe auf Schwarz. Und wir haben Schwarz, genau. Rücken schwimmen. So. Und los geht's. Paddel mit Händen und Füßen. Und schön in der Luft. Beides berührt nie den Boden. Kopf auch hoch. Dann kommt die letzte Aufgabe. Zwei. Und stopp. Letzte Aufgabe. Hampelmann auf dem Bauch liegend oder vor Rücksprung. Ich werde jetzt für rot. Achtung. Jetzt haben wir einen Joker. Die Aufgabe wird euch geschenkt. Sehr gut. So, dürft ihr kurz was trinken gehen? So.
Dann lassen wir mal ab. Und ihr könnt dann eure Matte oder eure Decke holen. Ja. Auch gut was. So, das Rückwärtsfall. Wir machen heute auch die Judo-Rolle vorwärts. Bei der Judo-Rolle vorwärts haben wir aufgehört, bevor wir schließen mussten. Und da starten wir heute dann mit der Judo-Rolle vorwärts. Also, rückwärts nochmal. Das ist nochmal wichtig. Kopf nicht auf den Boden knallen. Ellbogen nicht auf den Boden knallen. Ja, weil da keine Muskeln, keine Kissen dran sind. Hier keine Kissen, hier keine Kissen. Deshalb müssen wir beim Fahrradfahren immer einen Helm aufziehen oder hier Ellbogenschutz beim Inlinefahren anziehen. Ja, dass da nichts kaputt geht. Kopf runter, tief gehen, nach hinten kippen, Beine strecken, lange Arme abschlagen, damit euch die Luft nicht rausgeht. Kopf runter, tief gehen, lange Beine abschlagen. Ihr braucht nicht um eure Decke oder so rumlaufen. Ich mache das nur, damit ihr es von allen Seiten seht. Kopf runter, tief gehen, abschlagen. Kopf runter, tief gehen, abschlagen. Und los geht's. Jeder fünfmal. Hopp. Denkt dran, schön die Halsmuskeln anspannen. Kopf unten halten. Mit der Handfläche, nicht mit der Faust, abschlagen. Wenn wir ganz aufstehen, dann fällt ja nur, wenn ihr steht. Und nicht, wenn ihr sitzt oder liegt. Immer stehen, tief gehen, fallen. So, gut. Wir machen nachher noch eine Mutprobe. Habt die Mutprobe. Die gehört dann zur Judo-Rolle vorwärts. So, ich komme ein bisschen vor, dann seht ihr es besser. Voll wahrscheinlich aus dem Bild, aber das ist schon ein bisschen besser. Decke, Matte vor euch. Dann geht ihr mit einem Fuß auf die Matte drauf. Er macht einen Schritt nach vorne. Wenn das Bein vorne ist, benutzt ihr die andere Hand als Stütze. Hier die Stütze. Aus dem zweiten Arm macht ihr ein Rad. Da steckt ihr hier hinter der Stütze rein, das Rad. Kopf geht nach hinten und dann rollt ihr nach vorne. So sieht das dann nachher aus. Okay, noch einmal. Schritt auf die Matte oder auf eure Decke. Stütze mit der anderen Hand bauen. Nehmt das Bein hin, auch am Rand von eurer Decke oder von eurer Matte. Rad bauen. So ein halbrundes Rad. Dann mit eurem Arm. Kopf schaut über die Stütze nach hinten. Schaut das Bild an. Abdrücken und rollen. Wer das noch nicht so richtig kann, der darf auch noch mal dreimal einen Purzelbaum machen. Hier. Okay, wenn zum Beispiel Gäste dabei sind, die nicht ganz so weit sind, dürfen gerne auch hier einen Purzelbaum machen. Okay. Alle anderen, ich sage es immer wieder vor, dürft ihr selber die Geschwindigkeit euch wählen. Ich sage dann die Schritte aber immer vor. Ein Schritt auf die Matte. Eine Stütze bauen. Ihr müsst stehen bleiben dazu. Ich bleibe stehen, ich gehe nicht in die Hocke.
Immer stehen bleiben. Rad bauen. Kopf geht nach hinten. Ab und rollen. Stehen. Schritt vor. Stütze bauen. Rad bauen. Kopf geht nach hinten. Über das Rad rollen. Seht euch, roll hier auf der Matte entlang nach vorne und stehen. Nicht von der Matte runterrollen. Ihr müsst euch gut mit eurem Bein abdrücken, dass ihr nach vorne rollt. Ja? Schritt vor. Stütze bauen. Rad bauen. Kopf geht nach hinten und über das Rad nach vorne rollen. Der Kopf berührt dabei nicht den Boden, weil ihr über dieses Rad hier rollt. Ja? Hand, Unterarm, Ellbogen, Oberarm, Schulter, Rücken. Kopf berührt nicht den Boden. Schritt vor. Stütze bauen. Rad bauen. Kopf geht nach hinten. Abdrücken. Stehen. Schritt vor, Stütze bauen, Rad bauen, Kopf geht nach hinten, abdrücken, stehen. Schritt auf die Matte, Stütze bauen, Rad bauen, Kopf geht nach hinten, stehen. Wer die eine Seite schon gut kann, darf auch die andere Seite machen. Wenn ihr gerade aufgepasst habt, ich bin gerade auf die andere Seite gerollt. Also wenn die eine Seite schon richtig gut klappt, dürft ihr es auch mal auf die andere Seite probieren. Zeig's noch einmal. Schritt vor. Stütze bauen. Rad bauen. Kopf geht nach hinten. Und stehen. Noch jeder. Dreimal. Jetzt mal ein bisschen schneller. Wir können das auch schon probieren. So, ihr braucht nicht immer rumlaufen wie ich. Ja, ihr könnt euch hin und her machen. Braucht nicht immer um die Matte oder um eure Decke rumlaufen. Dann würde ich das gern hin und her machen. Okay. Ah, Mutprobe. Die Mutprobe, die ihr fast vergessen. Jetzt holt euren Rucksack oder eure Puppe. Ihr dürft beides nehmen und legt die hier vorne hin. So. Da ist das Hindernis. Wie ein Stein oder wie ein Stock, der plötzlich da ist. Und ich stoße mit einem Bein vorne hin. An diesen Stein. So als wenn ihr auf die Matte tretet. So stoße ich jetzt an diesen Stein ran. Stütze bauen, Rad bauen, abdrücken mit den Beinen, über das Hindernis drüber rollen und stehen. Anstoßen, Stütze, auf, über das Hindernis drüber, ja, über das Hindernis drüber die Stütze. Nicht vor, über das Hindernis drüber, Rad und rollen und stehen. Kopf wegnehmen. Zack, stoßen, Stütze, Rad, Kopf, rollen, stehen. Wer schon gut kann, kann ankommen, guckt das Hindernis nicht an, guckt ganz mal nach vorne. Hopp, oh, und kann rollen. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich niemand hinter euch. Ja? Wenn er schon kann, der kann schon richtig gut, dann mal zur anderen Seite probieren. Aber sonst nur zu eurer Lieblingsseite langsam anstoßen, Stütze, Rad, Kopf nach hinten rollen
stehen. Okay? Nicht vergessen, ihr könnt das Video ja ständig angucken. Ihr könnt das die ganze Woche über probieren. Ja, schaut es euch immer wieder an. Es hilft euch nicht nur im Judo, sondern auch, wenn ihr draußen Inline fahrt, Fußball spielt, normal irgendwo entlang lauft und ihr stolpert plötzlich, hilft euch das immer wieder und ihr verletzt euch nicht dolle. So, jetzt kommen wir zum Kämpfen. Wir sind ja ein bisschen beim Bodenkampf. Wir haben die Haltegriffe durchgemacht. Ich zeige es einmal mit dem Rucksack und einmal mit der Hofpuppe dann vor. Rucksack ein bisschen weiter vor. Übrigens, ich empfehle euch allen, so eine Hofpuppe zu bauen. Macht viel Spaß. Da könnt ihr richtig mit der daheim so ein bisschen rumkämpfen. Und ihr werdet die auch im Training hier, wenn wir wieder starten dürfen, im Juni, so wie es aussieht, werdet ihr die Wurfpuppe brauchen. Also die Rangel raufen, allerdings Rangel raufen dann gehen, auf jeden Fall. Und die in den Anfängen kosten wechseln, die auch auf jeden Fall. Werden diese Wurfpuppe brauchen. Das heißt, geht auf unsere YouTube-Seite, da wo ihr jetzt auch gerade drauf seid. Da gibt es eine Anleitung, wie ihr so eine Wurfpuppe baut. Drei verschiedene Wurfpuppen könnt ihr bauen. Müsst ihr mal die beste durchprobieren. Also, wir haben letztes Mal den Kreuzhaltegriff gemacht, wo ihr auf eurem Partner wie ein Kreuz legt. Ja. Können wir den Ding nehmen als Arm, hier diesen Schultergurt als Arm festhalten. Und wir haben den Reiterhaltegriff gemacht, wo du drauf sitzt auf dem Partner und festhalten. Wichtig war immer, belasten, Brust runter. Ja. So, heute machen wir einen Seithaltegriff und einen Kopfhaltegriff. So nenne ich das mal bei euch. Der Seithaltegriff, der sieht so aus. Ihr legt euch seitlich drauf, als wenn ihr Fernsehen schaut hier. So, Beine sind aufeinander. Jetzt sind das obere Bein nach hinten. Sieht aus wie eine Schere da, die so aufgeht. Ja? Habt ihr hier zwei Stützen, dass der nicht so einfach rauskommt. Mit eurer Hand, mit der ihr gerade den Kopf abgestützt habt, packt ihr seinen Kopf. Mit der anderen Hand packt ihr seinen Arm, der Schultergurt und dann wieder den Kopf runter. Jetzt seid ihr nicht Brust auf Brust, sondern ihr seid seitliche Brust auf seiner Brust. Ja, so. Und wie immer müsst ihr es zu beiden Seiten. Ja, jetzt zeige ich es mal zu der zur anderen Seite. Legt euch hier hin, setzt mit der Puppe, als wenn ihr hier Fernseher guckt. Oh, Entschuldigung, Beine aufeinander. Oberes Bein geht nach hinten für die Stütze. Ja, die Beine sind jetzt so auseinander. Die Hand, die euren Kopf abstützt, geht unter seinen Kopf drunter und ihr haltet seinen Arm fest. Und euren Kopf nach unten. Und nicht so sein, da ist zu viel Luft, sondern richtig drauf seine Brust. Genau, Arm festhalten. Ja? Das müsst ihr zu beiden Seiten machen. Dann geht ihr rüber auf die andere Seite, abstützen, Beine auseinander, Hand unter den Kopf, Arm packen, Kopf runter. Und richtig mit eurer seitlichen Brust, also von hier, da runter, mit diesem Teil, wo der Arm anfängt, bam, auf seiner Brust liegt. Dann könnt ihr richtig platt machen. Okay, zeig's mal mit dem Rucksack zur anderen Seite. Ups, da fallen die Kugis raus. So. Und den Kopf, Beine auseinander, oberes Bein nach hinten, Arm packen, runter. Ja. Andere Seite, seitlich drauf liegen, Schere machen, sage ich immer, und den Kopf anpacken, runter. Okay? Und los geht's, immer hin und her. Andere Seite. Ganz ein gucken, guckt jetzt euch rein, hallo, Beine auseinander, Arme und Kopf, eure Hand, seinen Arm packen, Kopf runter. Andere Seite, ganz ein gucken, eure Seite drauf liegen, ja, denkt dran, da wo der Arm anfängt, da unten, so, und den Kopf,
Spitze bauen. Festhalten. Jawohl. Sehr gut. Ja, seitlicher Haltegriff. Heißt der, wenn man mit der Seite drauf will. So, der andere und letzte Haltegriff. Sehe ich mal an, da oben ist der Kopf von meinem Partner. Den drehe ich jetzt mal um, weil der Kopf bei mir liegen muss. Jetzt kommt der Kopfhaltegriff, weil er auf, ja, fast auf seinem Kopf drauf liegt. Ja? Er geht unter den Armen durch. Das heißt, hier so durch die, durch eure Schulterbrücke durch. Haltet seine Hose fest und legt ihn einfach drauf. Und diesmal mit dem Ohr auf seine Brust. Ja, mit dem Ohr auf seine Brust und hört ihm auf sein Herz tun. Hallo. Oh, der ist tot. Der hat kein Herz. Der tut nicht. Okay. Ich zeige es mit der Puppe. Dann ist es ein bisschen deutlicher. Kopf zu mir. Er greift unter den Armen durch. So, packt ihr seine Hose, ihr könnt ihn auch so festhalten und legt euch oben drauf und mit dem Ohr auf seine Brust. Dann könnt ihr sein Herz hören. So. Okay, der Kopf halten. Also nochmal, unter den Armen durch, packen ihr in die Hose, Kopf runter. Ah, und die Beine hinten, die müsst ihr breit machen, damit eine gute Stütze habt. Mal so rum. So. Beine breit machen. Man sieht eine Stütze ab hier. Ja? Wir haben ja vier Haltegriffe. Vier Haltegriffe haben wir da. Ja, nochmal gut. Jetzt zeig's mal mit dem Rucksack. Unter den Armen durch. Der Bier. Ich am Bauen. So. Unter den Arm durch, das sind die Arme, in die Hose fassen und mit dem Ohr auf seine Brust. Beine hinten breit. So. Gut, dann haben wir vier Haltegriffe gemacht. Wie ich schon vorgesagt habe, guckt euch das Video immer wieder an. Es geht ja nicht nur wie im Training, jetzt großer Vorteil jetzt, ihr könnt das immer wieder anschauen. Im Training zeige ich es euch ja nur hier, wenn ihr daheim seid, dann wisst ihr nicht mehr, wie es geht. Das könnt ihr jetzt immer wieder daheim anschauen. Übt diese vier Haltegriffe. Das ist ganz wichtig. Braucht ihr fast in jedem Kampf. Übt das Fallen natürlich. Fallen rückwärts. Gute Rolle vorwärts. Und nächste Woche kommen wir dann zum Teil 4 der Fallschule Unterrang Raufengruppe. Checkt bitte die Homepage. Demnächst gibt es einen neuen Corona-Newsletter. Das heißt, es gibt Neuigkeiten dann für euch. Wie es im Juni oder demnächst dann weitergeht auch schon. Wir können ja auch in ganz kleinen Gruppen auch draußen trainieren. Deshalb checkt bitte den Newsletter, den ihr eigentlich per E-Mail bekommt, oder schaut auf unsere Homepage, da steht ihr auch drauf. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, abonniert unseren Kanal, teilt ihn mit irgendwelchen Freunden, die ihr habt, Kindergartenfreunde, Schulfreunde, könnt ihr vielleicht auch mitmachen, vielleicht haben die Lust dazu, ja, da ein bisschen mitzumachen, und haben Spaß dabei. Nächste Woche kämpfen wir ein bisschen. Mit eurer Puppe. Baut mal euch so eine Puppe. Ja? Können wir mit dem Rucksack kämpfen. Aber schaut mal, also langsam alle eine Puppe bekommt. Ja, dann kämpfen wir auch mal mit der Puppe. Und wir machen weiter mit der Rolle vorwärts. Ja? Nächste Woche, gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, Dienstag, 11 Uhr. Vierter Teil von eurem Training. Gut, ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt gesund. Tschüss, ciao, bye bye.